Drahtesel, Vlog Nummer 2. Was geht denn bei dir? Hier auch ein wunderbarer Spot. Che, hier ist gesperrt. Danke an Sie, ey. Wunderschönen guten Tag und willkommen zum Drahtesel-Vlog Nummer 2. Ich habe dieses wunderbare Wesen da oben gesehen, die Helligkeit, Sonja, und dachte, es ist genau der richtige Zeitpunkt für Drahtesel-Vlog Nummer 2. Heute auf jeden Fall mit Handy und Komoot-App. Es geht, wie der Titel schon sagt, Richtung Olympiastadion. Und bei blauem Himmel müssen wir uns auf jeden Fall rausaktivieren. Danke an die Wetterfrösche. Apropos blauer Himmel. Greetings auch nochmal an den guten Pat, It's Pat Live, der vor einer Woche oder so in Berlin war. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht von seinen Travel-IRL-Streams. Damals war der gute Mann in Thailand unterwegs und jetzt zu guter Letzt in Vietnam. Wir haben auf jeden Fall einen lockerflockigen Tag-Stream verbracht. Greetings an ihn. Ich könnte jetzt mal kurz was Müsli hier reinschnippeln. Guckt da jetzt mal rein. Wir haben ihn auf jeden Fall in einem Markt, Markthalle 9, überrascht. Also er wusste, wir haben geschrieben, dass wir uns treffen. Aber dann wurden spontane Aktivitäten geplant. Greetings auch an Chris. Und in diesem Sinne, schaut mal kurz rein. So, hier kannst du auf jeden Fall auch weinen. Wein trinken. Entschuldigen Sie, der Herr. Was geht denn bei dir? Moin, Alter, der Scherer ist da. Moin, Junge. Wollt ihr noch was essen oder wollt ihr gleich mit? Es wird turbulent. Sehr turbulent. Ja? Ja. Du weißt Bescheid, oder was? Ich weiß noch nichts, aber essen oder nicht essen? Achso, komme ich jetzt hier nicht mehr raus, oder was? Wie, du kommst nicht mehr raus? Ja, wenn ich jetzt rausgehe, werde ich mitgenommen, oder was? Exakt. Mach doch keinen Scheiß jetzt. Ich habe schon gedacht, ich komme zu dem nach Hause, wir chillen da, wir machen Hood Cuisine, kochen eine Runde. Jetzt kommt ihr mir so. Ja, weiter, dahin, ja. Und jetzt kommt gleich eine Pirouette. Ja, der kriegt es hin. Oh, shit, Mann, er ist ganz. Das ist sick, Mann. So, ich verlinke euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung das VOD. VOD heißt Video on Demand, für alle, die es nicht wissen, und sind praktisch die Streams, die gespeichert sind. Allerdings sind die auf Twitch nur für eine gewisse Zeit gespeichert. Falls das VOD, aka Video on Demand, nicht mehr vorhanden ist, checkt auf jeden Fall seinen Twitch-Account. Da könnt ihr immer wunderbar abschweifen, falls ihr Fernweh habt. Back to Drahtesel-Vlog Nummer 2. Wir sind auf dem Weg zum Olympiastadion. Zwitschern hier gerade an der Autobahn entlang. Und die Pumpe aktiviert sich auch direkt wieder. Atmung ist da. Und ich muss sagen, es ist warm heute. Ich glaube 10 bis 12 Grad. Was ich dazu noch sagen wollte, so kam ich auf Pat. Der gute Mann war in Berlin. Wir haben natürlich einen Tag, einen Stream, Action gemacht, aber das Wetter war wirklich miserabel. Es war wirklich miserabel. Und ich glaube, wir können auch gleich die Handschuhe ausziehen. Hier auch ein wunderbarer Spot. Hier haben wir schon das ein oder andere Video gedreht. Greetings an den guten ADS. One Love nach Bamberg. Von der Street wie in Oldtimer. He get dope on the Ghost Rider. V-Flex, nimm ich Go. Meine Ex hat der O-Beine. Hier steht es eigentlich schon auf dem Schild. Olympiastadion, Spandau. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was aktuell da so abgeht. Ob zu aktuellen Zeiten Fußballspiele sind oder was auch immer. Fußballtechnisch kenne ich mich eh komplett 0,0 aus. Wir können die Handschuhe heute ausziehen. Es ist super warm. Schä. Und wenn wir vor Ort sind, gucken wir mal auf dem Handy, was da aktuell für Aktionen gehen. Hier drüben Messe Berlin. Zur Rechten sehen Sie die Gebäude der RBB, ARD. Hier oben sind auch
Radiostation, denke ich. Ich weiß gar nicht, ob da nur Radio ist oder auch irgendwie Fernsehaufzeichnung für das Erste. Ich sag dir, wie es ist. Ich bin heute zu dick eingepackt. Aber man weiß es ja nicht, ne? Wenn die ganze Zeit einfach nur Trübe und Kälte des Grauens ist. Hier sind wir am Theodor-Heuss-Platz. Da zwitschern wir jetzt einmal außen rum. Oder wir kommen nicht lang, Leute. Hier ist gesperrt. Ne, der Hund lässt uns nicht. Ausweichmanöver musste her. Und wenn das Wetter so abtönt immer ist, so drübe, trist und grau, ich ziehe mir echt öfters halt so Reisevlogs rein. Twitch gar nicht mehr so viel, aber viel so Reisevlogs und schicke mich da immer auf noch mehr Fernweh-Modus. Und natürlich ist immer noch auf der To-Do-Liste, ich weiß nicht, ob man das jemals realisieren kann, aber einfach mal eine Zeit mit dem Camper, ein paar Monate wäre schon geil, einfach mit dem Camper durch Deutschland, Europa, das wäre schon eine Sache, Mann. Tagsüber immer schön wegvloggen, abends vielleicht irgendwo schön am Lagerfeuer oder am Grill einfach schön noch einen kleinen Stream unboxen. Wie gesagt, ich gebe mir öfters mal so Reisevlogs, Vlogs. Greetings auf jeden Fall auch an den guten Freelance Chucky. Den habe ich erst gestern oder vorgestern entdeckt. Sehr, sehr nice. Auch sehr nice produziert, nice Mucke. Das ist ein guter Mann auf Jamaika. Ich sage euch, wie es ist. Wenn ich so Hütten sehe, irgendwo in der Prärie, auf der Insel. Ey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist da auf jeden Fall Fernwehmodus komplett. Also ich habe immer so ein Grundfernwehgefühl. Ich weiß noch gar nicht, woher das ist. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kennt. Und was mich auch interessieren würde, weil ich letztens mit jemandem hatte, der gesagt hat, ey, er liebt dieses triste, dunkle Wetter, kalte Wetter, früh dunkel. Und mich, nee. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, die haben keinen Bock auf Sonne. So. Die wollen es trist und grau. Nee, Mann, hör auf. Auch eine nice Gegend irgendwie hier. Man ist eigentlich ruckzuck am Kudamm. Aber es ist trotzdem auch so ein bisschen idyllisch hier, die Gegend. Sehr, sehr nice. Wir fahren auf der Olympischen Straße Richtung Olympiastadion und hier an den ganzen Schildern und so alles vollgeböllert mit Hertha BSC. Wie gesagt, ich habe mit Fußball nichts am Deckel. Oh, das war der 101. Dalmatiner, glaube ich. Aber ich sage euch, wie es ist. Ich hätte schon mal Bock eigentlich. Ich weiß ja nicht, wie aktuell da die Styles sind bei Fußball. Aber auf so ein Hertha-Spiel hätte ich schon mal Bock hier. Schal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 
ja, werden wir ja nachher sehen, ich glaube so 10, 12 Kilometer. Hier natürlich alles zugeböllert mit dem guten Hertha BSC Aufklebern-Sticker. Und früher oder später müssen wir doch echt mal zu so einem wunderbaren Fußballspiel so. Bestenfalls zwitschern wir da auch noch einen Vlog mit dem Drahtesel hin. Drahtesel-Vlog Nummer 37. Dann zum Spiel von der Hertha. Von der Hertha oder dem Hertha? Von der Hertha. Dem Hertha. Die Hertha. Naja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Da waren wir Olympiastadion. Und jetzt gucken wir mal, wie das gute Navigationssystem des Komoot-Applikations-Anwendungsprofils uns hier zurückzwitschert. Man ist jetzt, ich merke, die ersten paar Kilometer ist Heschel-Style zu the fullest. Aber dann ist man irgendwie drin, ne? Okay, jetzt hier sehe ich auf dem Navigationssystem, dass hier rechts auch noch ein See ist. Was, oh, da müssen wir jetzt mal gucken, was ist denn das für ein See, Mann? Sehen wir den See von hier? Richtung Spandau wäre dann auch die Zitadelle. Wer kennt die Zitadelle? Auch wunderbare Eventlokation. Nur mal angenommen, da wäre ein wunderbares Festival gewesen. Namens Brainwash Festival. Ah nee, das ist die Spree schon, genau. Spree geht dann in die alte Spree. Ruhlebener Alarm ist so ein kleiner Schwengel hier an der Seite. Boah, die Imbissbude hier, die macht wahrscheinlich auch bei Fußballspielen richtig, richtig Alarm. Hier unten sind so kleine Strebergärtchen. Das Wort ist bei mir auch immer so Strebergärtchen. Hier sind wir hier auf der Olympischen Brücke. Und hier unten sind so Gärten. Rechts und links von der Bahn. Das ist doch wahrscheinlich auch schon Ramazamba, ne? Aber so ein Garten ist auch gar nicht so verkehrt. Back on the track. Sobald blauer Himmel und Helligkeit, Oberstübchen-Euphorie. Ich sag's euch, wie es ist. Habe ich euch schon gesagt, wie es ist? Genau so ist es. Falls ihr irgendwelche Spots habt, wo ihr sagt, da sollen wir mit dem Fahrrad hinschippern, schreibt es auch in die Kommentare. Es gibt sehr, sehr viele Locations. Wenn man dort ein Fahrrad halt hinfährt, ist nochmal ein ganz anderer Vibe. Zum Beispiel auch, ich meine natürlich auch schon gut ausgelutscht, so jeder kennt es von irgendwelchen Bildern, aber Siegessäule. Wenn man da auch mit dem Rad hinfährt, gibt es auch ein paar geile Wege durch den Tiergarten, wo man so richtig auf die Siegessäule zufährt. Ey Leute, ich sage euch, wie es ist, man. Man kommt immer wieder auf den Fernwehmodus. Bei so einem Wetter schon losfahren. Mit dem Camper, mit dem Bulli, mit irgendeinem Gefährt, wo man drin hausen kann. Eine Tankkarte, tanken for free und einfach los, sag mal. Also fahrradmäßig in Berlin ist wirklich nice. Man muss sich nur aktivieren. Das ist der Slogan. Man muss sich nur aktivieren. Ach halt, man könnte hier auch mal drücken. Bitte berühren, wir haben berührt. Ja, ja, ja. Da wollten wir die Rotphase wieder länger ausnutzen. Aber ich glaube, eine Sache, die ich noch brauche als Fahrrad-Noob, ich sage euch, wie es ist, so eine Trinkflasche. So eine Flasche im Rucksack, wo man dann so ein Ding hier vorne am Hals hat, einfach so ein Röhrchen, schlauchmäßig, wo man einfach dann zuppeln kann. Ja, doch. Da steht, Signal kommt. Okay, jetzt warten wir, bis das Signal kommt. Ah, jetzt kommt das Signal. Das Signal kam eben. Jetzt fahren wir hier mal locker flockig rüber, weil das Signal kam ja, ne? Nur mal angenommen. Ihr glaubt, dass wir auf die Autobahn fahren. Glaubt ihr, wir fahren jetzt Richtung Magdeburg? Genau hier muss ich euch leider enttäuschen. Bam. Signal kommt. So, und hier zwitschern wir direkt wieder auf den Kudamm zu. Hier rechts der wunderbare Halensee. Im Sommer. Vielleicht auch für den ein oder anderen FKK-Fan. Die Adresse. Halensee repräsent. Ach Gott, wie schön. Und ich bin gespannt, das sehen wir ja auch auf den Blogs, wann dieses Häscheln reduzierter Auftritt. Wir müssen wirklich langsam anfangen, bevor wir da wieder... Ich hatte das beim Laufen immer mal, beim Joggen, dass ich so übertrieben motiviert bin. Denke, ich muss gleich Vollgas geben und dann anderthalb Wochen fast nicht laufen kann, weil irgendwie das Knie zottelt oder irgendwas kaputt ist. Also nicht kaputt ist, aber irgendwas streikt. Hier sind wir am Ausgangspunkt von vorhin. Ja, das war der Drahtesel-Vlog Nummer 2. Ich würde mich natürlich wie immer über Kommentare freuen. Einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Kostenlos, ihr wisst, wie es läuft. In diesem Sinne, bleibt gesund. Genießt die Sonne. Genießt sie live. Und bis ganz bald. Ahoi.